Hallo, Servus und Grüß Gott. Mein Name ist Paul Dietring und heute habe ich euch einen echten Gewinner mitgebracht. Und zwar einen Red Dot Gewinner, einen Design Award Gewinner. Und zwar ist das unser System Push to Open Silent für Drehtüren. Unser Push-to-Open-Silent für Drehtüren gibt es in drei verschiedenen Farben. In Weiß, in Anthrazit und Hellgrau. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber es ist nur eine Version. Das heißt, diese eine Version bedient alle verschiedenen Türformate, Türgrößen. Das kann das Produkt entsprechend abwickeln. Ja, was machen wir eigentlich damit? Wir arbeiten hier zusammen mit einer Drehtür, welches ein Automatikscharnier mit integrierter Dämpfung sein sollte, um die bestmögliche Performance an den Tag zu bringen. Auf Druck wird die Tür sich dann öffnen und das Ganze passiert mechanisch. Das heißt, der Stößel fährt mechanisch raus, aber er fährt wieder elektronisch rein. Das heißt, das Gehäuse ist ausgestattet mit 4 AA-Batterien, die dafür sorgen, dass der Stößel wieder reingezogen wird. Dann kommen natürlich gleich Fragen, wie lange halten die Batterien? Also wir haben das getestet bei einer guten Qualität von Batterien, von diesem Typ AA-Batterien, können wir von 3000 Zyklen ausgehen, wo der Stößel immer noch reinfährt. Selbstverständlich kann die Tür natürlich auch weiterhin geöffnet werden, ohne oder mit leeren Batterien, weil, wie gesagt, die Tür immer mechanisch sich wieder öffnet und natürlich auch zugedrückt dann wieder schließen kann. Kommen wir jetzt zur Montage und zur Einstellung des Push-to-Open-Silent. Das Gerät zu aktivieren, muss ich einen kleinen Kunststoffclips entfernen. Das kennt wohl jeder, der die Batterie daran hindert, schon den Kontakt zu haben. Das heißt, den ziehe ich einfach raus. Dann ist das Gerät schon einsatzbereit. Hat auch eine Werkseinstellung für einen Blendenspalt von 1,4 mm. Das heißt, wirklich zwischen Korpus und Tür haben wir nur 1,4 mm. Das reicht aus, um den Stößel auszulösen, wo er hinterher auch dann automatisch wieder reinfährt. Das können wir aber ändern. Wir können den Blendenspalt vergrößern. Das könnte nötig sein, zum Beispiel, wenn wir eine hohe Tür haben, weil wir empfehlen immer, die Push-to-Open-Silent-Einheit oben gegenüberliegend dem Scharnier zu montieren. Habe ich jetzt eine große Tür, ich drücke irgendwo in der Mitte, habe ich natürlich einen längeren Weg. Das heißt, da könnten das mit den 1,4 mm schon mal knapp werden. Vielleicht gehe ich dann doch besser auf 2 mm Blendenspalt. Und um das einzustellen, muss ich diese Weichkomponente, die vorne auf den Stuhl sitzt, die kann ich drehen. Ich kann die auch entfernen und dann sehe ich nämlich, dass die so ein bisschen ausgearbeitet ist wie ein Schraubenzieher. Ich kann hier auch alternativ mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher reingehen und kann hier die Verstellung des Blendenstalls entsprechend vornehmen. Ansonsten, wie angesprochen, bitte nur diese Weichkomponente drehen und damit den Stößel entweder rein- oder rausbringen. Dann gehören noch zu dem Montagematerial die Platte. Das heißt, diese Platte wird angeschraubt auf der Korpusinnenseite und verrastet sich dann am Gehäuse. Entsprechend so wird das auch demontiert. Das heißt, ich greife dahinter, hinter das Gehäuse und muss dann wirklich nur einmal ziehen und dann habe ich das Gerät in der Hand, wenn ich zum Beispiel die Batterien einmal tauschen muss. Also da keine Angst, einfach, das muss natürlich gut halten, dahinter greifen das Gerät und dann ziehen und dann kann ich das entnehmen. Dann haben wir noch verschiedene Durchmesser von Muffen, das heißt für 5 mm, für 10 mm, je nachdem, wie man die Montageplatte befestigen möchte. Man kann sie natürlich auch einfach direkt anschrauben. Montageanleitung ist natürlich auch dabei und was ich sehr gut finde, wir haben wieder einen QR-Code direkt an dem Gehäuse aufgebracht und was passiert, wenn ich den einscanne, hier lande ich direkt bei dem Montagevideo, bei der Animation, wie das Gerät montiert werden muss. Also selbst wenn da einer Probleme hat, einfach mit dem Handy einmal kurz einscannen und sich das Video anschauen, wie die Einheit montiert wird. Jetzt nochmal kurz ein Hinweis zu einer möglichen Fehlbedienung. Was kann nämlich passieren? Wenn jemand mit dieser Einheit rumspielt, das heißt, den Stößel drückt er rein, wieder raus. Wenn ich das 5-mal in einem gewissen Abstand hintereinander mache, dann würde der Stößel nicht mehr wieder automatisch reinfahren. Das heißt, die Einheit stellt sich erstmal tot und zwar für 20 Sekunden. Nach 20 Sekunden, dann würde der Stößel wieder automatisch reinfahren und ist wieder aktiviert für eine neue Performance. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unsere Seite hettich.com. Sowie auf unsere Social-Media-Kanäle, YouTube, Instagram etc.
Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und